wird unser Land mit den Sophienseelen, die uns das ermöglicht haben, diese Spielstätte zu nutzen und die uns vor allen Dingen jetzt in den nächsten Jahren ein Zuhause bieten, nach unserem Nomadendasein, das wir durch Berliner Theater geführt haben. Viele von Ihnen werden das vielleicht wissen, die uns ein bisschen verfolgt haben. Vielen Dank an die Technik. Das war ein Kraftakt, diese Show auf die Bühne zu stellen. Wir haben darüber kennt, sehr viele internationale Künstler, die nur sehr kurz in Berlin sein können, nur einen Tag Zeit, um diese Show komplett so auf die Beine zu stellen, wie Sie es gesehen haben. Technische Meisterleistung. Vielen Dank, Lukas. We'd like to say thanks to Sophiensäle for making us feel very much at home, and to all of you for making it, helping to make it such a success, as well as to the artists. And a big thank you to the technical team for putting this all together in just a couple of days. Ein paar Worte zu La Vitrima, für die, die das noch nicht kennen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das sind lauter enthusiastische Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Künstler zu fördern. Und im Bereich Tanz, Performancekunst, haben das alles sehr weit gesteckt. Alle, die an La Vitrima arbeiten, an der Produktion, arbeiten ehrenamtlich. Geld. Alles, was wir an Einnahmen akquirieren und dann an Gewinnen erzielen, geht an die Künstler. Also das ist das einzige Ziel, dass wir den Künstlern eine Plattform bieten. Natürlich auch Ihnen, dem Publikum, die Möglichkeit bieten, sehr originelle, einzigartige Stücke zu sehen, die man so in Berlin nicht zu sehen bekommt. Wir bekommen seit 2004, seit es uns gibt, keinerlei staatliche Förderung und deswegen ist es uns ganz wichtig, unseren Sponsoren zu danken, weil ohne die könnten wir das gar nicht machen. Deswegen ist auch der Moment, wo man mal auf die Rückseite von dem Programm gucken kann. Das wäre ganz wichtig für uns, dass man das einfach mal sieht, welche Personen da beteiligt sind, wer uns da unterstützt und sie vielleicht mal einen Moment Zeit nehmen, nachher, wenn sie noch einen Drink nehmen und einfach mal an die Leute denken, die das machen. Es sind ganz viele Namen. Ein paar sind heute Abend auch da. Das ist Amy Stafford. Ist da oben. Danke, Amy. Die uns sehr gerne unterstützt. Und Maya Steely, die uns mit Künstlern mit Nahrung unterstützen, sodass sie auch die Kraft haben, heute zum Beispiel zwei Shows zu machen. I won't translate all of that. What the hell did you start with? About us. Lucky Tripper is a non-profit organization. It's been in existence since about 2004. Since its inception in 2004, there's been no public funding given to Lucky Trimmer. So we're reliant on ticket money and on private sponsorship. And all of the money that comes from the tickets and from our sponsors goes directly to the artist and towards making the show possible. The Lucky Trimmer team, everyone works on a volunteer basis. And please take a look at the back of your program for our sponsors. There's a couple of them here. Amy Stafford and Maya's Debbie. I don't know where you are. Und falls jemand inspiriert sein sollte, auch ein Sponsor zu werden oder uns in irgendeiner Form zu unterstützen, dann ist das natürlich immer toll. Am liebsten nehmen wir Geld. Das ist natürlich auch steuerlich absetzbar, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, aber auch alles andere, Hardware, Essen, klingt so ein bisschen wie in der U-Bahn, aber Kontakte, am einfachsten kann man uns unterstützen, indem man zum Beispiel uns anklickt auf unsere Facebook-Page, das ist ja einfach unsere Freunde-Seite. Je mehr Freunde wir auf unserer Facebook-Seite haben, desto interessanter sind wir für Sponsoren. If you'd like to give us money, you can see me after the show. Or there are other ways, please get in touch with us. Check out our website, luckytrimmer.com or .dd. And please check out our Facebook-Page. Das war es dann auch schon. Einen schönen Abend noch. Mehr Informationen auf unserer Webseite auch. Da gibt es auch Newsletter, kann man sich eintragen, man kann sich auch vorne eintragen. Und wer ihm es gefallen hat, der kann wiederkommen. Wir sind das nächste Mal hier am 28. und 29. September. Thanks for coming again. And we hope to see you back here again September 28th and 29th for Lucky Trimmer number 18.